Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Pacific Drive. Neue Woche, neues Glück und wir befinden uns immer noch in unserer kleinen Garage oder wieder in unserer Garage. Und wir könnten ja mal noch ein bisschen was bauen, ne? Wir könnten zum Beispiel mal einen Ankerrad da bauen. Oder haben wir das schon? Ich weiß es gerade gar nicht, den Befreier. Ich habe jetzt wieder 2 Wochen nicht gespielt. Den haben wir gebaut. Stahltür braucht man nicht, es ist alles repariert. Offroad-Reifen wäre richtig geil, bräuchten wir aber noch jede Menge Gummi. Und dann halt Scheinwerfer, da können wir doch auch noch ein bisschen was machen, ne? Denke ich mal. Haben wir wieder Energie gesammelt, um hier was zu machen? Ah, Materialien fehlen. Uns fehlt hier eine Leiterplatte. Energiehammer, glaube ich, ne? Ja, wir haben noch einmal Energie. Für, was haben wir hier? Ausrüstungsmaschine. Ja, könnte man machen. Einen größeren Spind könnte man eigentlich auch machen. Aber wir brauchen gute Sachen. Wir brauchen jetzt erstmal gute Sachen, ne? Dann haben wir den Plasmaverschrotter, den Befreier, den Magnethammer. Die Scheinwerfer, verstärkter Scheinwerfer. Erreicht aber unsere Energie nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal rausfahren und noch mal Energie sammeln. Wie sieht denn unsere Karre aus hier? Ist, glaube ich, alles repariert. Wir könnten aber noch mal ein Reparaturkit mitnehmen und erstmal gucken, ob unser Kofferraum noch voll ist. Das ist es ja, ne? Das Hammer, Hammer, Hammer. Verschrotter haben wir mit. Das Reparaturkit könnte man mal da reinpacken, noch mit in den Kofferraum. Ein paar Fackeln können wir auch noch mit dort reinpacken. 2 Verschrotter haben wir erstmal auf der Hand. Dann lassen wir den im Inventar und den tun wir rüber. Genau. So, Reparaturkit haben wir mit. Mechanikerkit haben wir mit. Elektrikerkit wäre noch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Gut, wir haben Offroad-Reifen. Ja? Wir haben tatsächlich Offroad-Reifen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Das hier kann man ja immer looten, das Fahrzeug. Das spawnt immer wieder neu. Hier schauen wir auch nochmal. Sehr schön. Chemikalien. Reparaturkit. Eine Konserve. Nochmal Chemikalien. Gut, da können wir uns unterwegs mit 2x Chemikalien auf jeden Fall ein Reparaturkit basteln. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren kleinen Routenplaner. Wo geht's denn? Der Sturm zieht halt nicht ab, ne? Der zieht halt nicht ab. Ich würde ja gerne mal hier so E5 oder sowas erkunden, ne? Aber da brauchen wir neue Straßen. So, und wenn wir jetzt hier hochfahren, ist doof, da ist der Sturm. Weiß aber auch nicht, wo der sich hinbewegt. Der bewegt sich, glaube ich, hier in diese Richtung. Also wir könnten auch mal hierher fahren, 9 Stunden. Und dann müssten wir über E5 oder über E6. Wäre so ein Ding, aber es ist ein bisschen gefährlich, da zum Sturm hinzufahren, ne? G8 haben wir. Hier unten könnten wir halt wirklich lang fahren, 9 Stunden. Hier müssen wir eigentlich hin. Hier würde ich gern mal hin. Aber das ist halt auch Sturm, ne? Die 2. Da ist nämlich noch Fragezeichen. Hier ist super, hier ist alles easy peasy. Und hier zieht gerade der Sturm hin. Eieiei, ich will ungern in den Sturm fahren. So, da dreht er dann, ne? Da kommt er dann natürlich direkt zu uns. Knotenpunkt behalten. Also hier ist noch gar nichts, weil wir von hier aus dann weiterfahren könnten. Zu E1. Hier könnten wir dann auch weiterfahren. Bis hier hoch, ne? Aber dann müssten wir halt auch erstmal das hier machen. So, der Sturm. Wir müssen, glaube ich, dahin. Wir können auch hier hin. 9 Stunden. Pass auf, wir machen erstmal hier. Nochmal zur 1. Und von dort aus können wir ja dann mal weiter. Würde ich sagen. Würde ich sagen, wir sollen sowieso neue Straßen und sowas kartografieren. Ergo. Schnappen unsere mackenfreie Karre mittlerweile. Und fahren da einfach mal hin. So. Wir müssen. Ja, wir müssen nach links. Das passt. Okay, sehr nice. Offroad-Reifen am Start hier. Alles aus Stahl mittlerweile. Also es ist noch nicht perfekt, ne? Es gibt auch noch verstärkten Stahl, glaube ich. Den brauchen wir auch noch. Und das Auto müssen wir sowieso komplett aufrüsten. Ehe wir in den inneren Kern fahren hier. Auf geht's. So, dann reisen wir erstmal wieder zur 1, ne? Hierher. Und dann schauen wir, ob wir von dort aus weiterkommen. Wäre ja geil, wenn wir von dort aus weiterkommen. Wir schauen einfach mal. Ich bin gespannt. So. Genau. Und jetzt schauen wir mal hier auf unseren Plan. Ich würde ja gerne hierher. Wir brauchen nämlich neue Punkte. Wir müssen Karten. Also Straßen. Oh nein, jetzt kommt der Sturm.
Wir müssen neue Straßen, neue Wege kartografieren durchs Gebiet. So. Die Steine, die sind echt und beschädigen uns. Und jetzt kommt der Sturm hierher, ernsthaft. Uah. Ah, das geht ziemlich weit rein, ne? Warte mal. Ah, das hat uns, glaube ich, gerade eben schon ein bisschen erwischt. Ich will das ja nur umfahren. So. Nichts passiert, Gott sei Dank. Alles aus Stahl. Oh, hier haben wir eine Kettensäge. Und wo kommt denn die? Hatte ich eigentlich getankt? Ich weiß es nicht. Warum kommt der Sturm jetzt hierher? Und wann trigger ich diese Säge? Okay, egal. Kaum nichts, nichts passiert. So, kurz mal auf unser... Wir müssen weiter geradeaus. Hauptstraße. Alter, der Sturm. Alter Schwede. So, wir fahren hier vorbei. Jetzt müssen wir nach rechts. Wir haben auch eine Rohrpost. Da können wir eigentlich mal ganz kurz halten hier. Auch wenn es hier gerade sehr, sehr ungemütlich ist. Sehr, sehr ungemütlich, muss ich dazu sagen. Wow. Aber das nehmen wir mit. So, habe ich noch was gefunden in der Postbote Teil 4. Boah, alles einsacken hier, ey. Was ist denn das? Das ist ein normaler Scheinwerfer, okay. Hier haben wir einen Aufkleber. Nehmen wir auch mit. Konserven nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist eine Stahl, das ist eine Stahlplatte, die ist aber ein bisschen beschädigt. Die kriege ich jetzt gar nicht ins Inventar rein. So, auf geht's. So, so. Mann, da ist schon wieder fast alles voll. Da möchten wir doch erstmal wieder zurück, ne? Würde ich mal sagen. So, 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 so. Kofferraum schon wieder voll. Wir brauchen einen größeren Kofferraum. Geht das? Kann man sich mehr Kisten in den Kofferraum packen, weil das Loot ist halt schon gut, ne? Das Loot ist schon gut. Da vorne ist ein Anker. Da vorne ist ein Anker oder sogar zwei. Warum hier nur so ein Sturm ist, verstehe ich nicht. Oh, da ist auch ein Blitz eingeschlagen. Halt! Nee. Okay, gut, hat geladen. Kettensäge. Zwei Ankerpunkte und so ein Sturm dazwischen. Und ein Entführer, okay. Kommt in meine Richtung, oder? Ja, tatsächlich. Zwei Entführer. Na komm, wir probieren's. So. Das Auto. Da ist das Auto. Wir brauchen die Energie vom Anker. So, den zweiten Anker will ich mir auch noch holen, ne? Ist ja klar. Da ist der Entführer. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Der zweite Anker ist übelst beschützt. Man sieht aber auch den Weg von den Entführern nicht, ne? Er bleibt genau beim Anker.
Jetzt haut er ab. So. Abmarsch zurück zur Feuerschleuder. Die Energie nehmen wir mit hier. Da hinten ist die Kettensäge aufgebrochen. So, das Gebiet wird jetzt instabil, ist klar. Wir haben die Anker, ne? So. Tür zu, bitte. So. Ankerenergie ist auch noch nicht voll. Wir müssen also jetzt hier nach links. Nach da. Kettensägenmassaker. Da ist Licht, Licht, kann ich Licht einschalten? Da hinten ist ein Anker. Da hinten ist er. Da fährt aber auch die Kettensäge lang. Okay, Moment, wir holen uns den Anker. Viel zu looten war jetzt hier nicht. Wir waren sehr schnell voll, ne? Aber hier haben wir noch was. Hier kommen wir doch rein. Aber hier brauchen wir, ich sehe es, glaube ich, gerade einen Impulshammer, ne? Den habe ich nicht. Elektriker, ja. Das haben wir nicht. Ist das bewacht hier? Alter Schwede. So, back to business. Unsere Gesundheit geht hier langsam runter. Ach so, wir tragen den Anker, ne? Der ist ja verstrahlt. Ach ja. Stimmt ja. So, die Tür. Wir haben schon wieder eine Macke. Tür geht auf. Gerade noch gesagt, unser mackenfreies Auto hier. So. Okay, wir könnten ein Portal aktivieren. Das ist noch ein bisschen weit weg. Das ist noch ein bisschen weit weg. Da kommt ein Entführer gefahren. Hier hörst du eine Kettensäge, ja. Vollgas. Wir müssen hier nach rechts. So, und wenn wir in der Nähe von dem Portal sind, aktivieren wir das auch. Wir dürfen nur nicht zu nah dran sein, weil dann geht es nämlich nicht mehr. Und da kommt Sturm. Da, wir sind zu nah dran. Wir sind zu nah dran. So eine Scheiße. So eine Scheiße. So ein Scheibenkleister. Und die Tür ist schon wieder offen. Warum ist die Tür schon wieder offen? Und mal schau hier erstmal ab. Da ist das Portal wieder da. Okay. So, Feuer frei. Einmal wenden. Und rennen in den Sturm, ne? Würde ich sagen. Da ist es. Gut, Vollgas. Vollgas und der Sturm kommt, ne? Das ist das Problem jetzt. Aber das Portal ist mitten auf der Straße, das ist gut. So, jetzt hier. Jetzt bin ich ein bisschen angespannt. Ich hätte gern so eine Art perfekte Runde, auch wenn die Tür hinten offen ist. Wir haben ein Blitzdings. So. Und renne in die gute Stube. Ja, Mann. Habe ich mir einen Schluck Kaffee gegönnt. Und da wären wir wieder. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben... I'm not a fan of my gateway theory. I can't imagine why. It's just shooting things up into the Oscilloscope and back. No big deal. Ein bisschen Energie gesammelt. Oh, warte mal. Apropos Energie. Meine Scheinwerfer, ne?
So, dann ganz kurz. Tank mal wieder auf. So viel Benzin haben wir gar nicht verbraucht. Das ist aber schön. Bei den Spritpreisen, da kann man auch mal ein bisschen sparsam umgehen. So. Einmal Batterie wieder geladen. Wir sind connected. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes hier machen können. Wie gesagt, wir haben dreimal Energie gesammelt, ne? Das ist sehr schön. Verbesserte Antenne. Prüfmodul. In das Prüfmodul, aber Materialien fehlen. Eine Leiterplatte fehlt uns. Ach, wir müssen eine Leiterplatte herstellen. Okay. Elektroteile haben wir, glaube ich, ne? So, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Leiterplatte. Hat übrigens nichts mit der Leiter zu tun, ne? Hier ist eine. So, haben wir eine. Und dann brauchen wir das Prüfmodul. Yes! So. Achso, in den Händen tragen. Gut, wir müssen das wieder bauen. Hier kommt's hin. Okay. Wir haben unsere Mackenmaschine aufgerüstet. Welches Problem liegt vor? Dann schauen wir jetzt einfach mal. Ich meine, es geht ja um die Tür hinten links, ne? Wird geschlossen. Nee, warte mal. Die Tür vorne rechts wird geschlossen. Vorne links wird geschlossen. Und die Tür hinten links öffnet sich. Die zwei sind... Ach, schaut mal, das Prüfmodul. Da haben jetzt da unten zwei Smileys. Ach, das können wir lassen. Auto. Schaltet sich ein. Nee, schaltet sich aus. Zwei von vier korrekt. Gut, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr, um die Fehler auszumerzen hier. An der Mackenmaschine. Da brauchen wir das Analysemodul. Und dafür brauchen wir noch eine Leiterplatte. Und dann können wir uns das auch bauen. Und dann haben wir die Macke behoben. Ja, sehr geil. So, Leiterplatten konnte man nämlich noch eine bauen. Ah. So. Und Energie haben wir auch genug. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal an der Mackenmaschine. So. Analysemodul. Ah, labile Energie fehlt uns. Nein. Nein, 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 nein. So, Kofferraum leer machen. Ups. Erstmal mein normales Zeug leer machen, würde ich sagen, oder? Wir haben einen größeren Spind, haben wir ja gebaut hier. So. Und die Leiterplatte rein. Goodie. Und dann können wir hier aussortieren hier. Ich meine, wir hatten eine schöne Fahrt, ne? Das ist ein größerer Benzinkanister. So. Halt einfach alles mal. So. Was ist das hier eigentlich? Lass mal Ladegerät, okay. Ankerpreis ist ein Bild einer einzigen unverwechselbaren Signatur, die man leicht beziehen kann und ein richtiges Gerät hat. Das können wir ja in der Hand nehmen, wenn wir einen Anker nicht finden, ne? Das war ja so ungefähr gedacht. Ich glaube, den Verschrotter. Ja, wir packen erstmal alles in Spind. Ich glaube, der spinnt. Gut. Oh, geil. Ich habe gerade gesehen, wir haben Camouflage bekommen. Moment, das muss doch, glaube ich, in die Verschönerungsmaschine, ne? So. Ne, die Aufkleber selber nicht. Das. Und dann schauen wir mal. Lenkrad ist installiert. 8-Ball-Schalthebel. Ist installiert. Ja, nice. Und so ein Billard-Schalthebel haben wir jetzt.
Gucken wir mal. Das sieht man schlecht im Dunkeln, ne? Gut, dann könnten wir aber noch... Oder wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.